Willkommen zu diesem Video. Heute geht's weiter mit der 1396. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Wir haben heute erstmal 4 neue Angebote und danach dann auch schon direkt unsere beiden Kalender. Wobei wir mit dem einen ja heute sogar fertig werden, und zwar mit dem Kollegen hier. Hier kriegen wir nämlich jetzt einmal das Navigierer-Fleischklops-Kostüm. Nehmen wir das einmal mit und da ist es auch schon. Wunderbar, haben wir mal wieder ein weiteres Kostüm. Dann können wir auf jeden Fall auch schauen, dass wir vielleicht heute ohne Zahn erstmal zu der Suche schicken von... oder beziehungsweise zur Sammlung schicken von... Sturmfest-Kostüm noch, welches es jetzt auch noch gibt. Müssen wir gleich mal schauen. An sich wäre es eine gute Idee, würde ich sagen, weil Kostüme immer toll. Aber mal gucken. Wenn wir jetzt hier reingehen, wenn es in einer Stunde mal geladen hat oder so, dann sehen wir nämlich hier genau 4, beziehungsweise knapp 5 Tage geht der Spaß noch. Und jetzt ist das aus dem Training zurück. Das heißt, wir können auf jeden Fall wieder losschicken. Erstmal können wir das hier einsammeln. Dann können wir hier einmal wieder rausgehen und nehmen erstmal das Ei hier noch mit, damit hier mal ein Platz wird wieder. So, einmal Ei geöffnet, wunderbar. Können wir platzieren, sehr schön. Dann gehen wir wieder zu Ohnezahn vor. So, du bist Level 156. Kannst jetzt aber erstmal nicht gefüttert werden. Also wir kriegen den würden den theoretisch noch gefüttert kriegen ein bisschen. Aber ist nicht so schlimm, das lassen wir jetzt einfach. Du gehst jetzt einfach einmal hierher, 8 Stunden. 78 Runen, damit sind wir sogar noch über den 44.000. Können jetzt sogar noch mal ein paar Runen mitnehmen. Da kriegen wir gleich noch ein bisschen was wieder drauf. Wunderbar. So, gehen wir aufs Kreuz. Tagschatten ist wieder da, hat uns ein Ei mitgebracht, aber leider nicht ganz das Ei, welches wir haben wollen. Es ist leider wieder nur ein Eruptodon und den Kollegen haben wir schon. Ich meine, gut, ist dann halt ein Drache zum Aufsteigen lassen. Da werden wahrscheinlich auch noch mal ein paar wöchentliche Aufgaben auf uns zukommen, wo wir das müssen. Aber ist halt leider jetzt nicht das, was wir uns hier gewünscht hätten. Denn wir möchten immer noch gerne Flammenpeitscher haben. Den suchen wir nämlich jetzt schon eine ganze Weile. Geben natürlich immer keine Runen aus für die Taschen, sondern suchen den so. Und deswegen dauert das halt auch einfach eine Weile. Dann haben wir jetzt einmal Sturmbringer noch hier mit dabei. Und oh, wir haben gerade gesehen, der Sturmbringer hat hier 1 Milliarde gesammelt. Füttern wir den hier einmal, kriegen wir noch nicht ganz aufs nächste Level, da sammeln wir hier nochmal ein. Wunderbar, und damit reicht das auf jeden Fall auch, dass wir dich auf Level 146 füttern können und du für 13.200 Eisen wieder einmal ins Training kannst. Let's go, startest du wieder rein. Dann, bevor wir es vergessen, nehmen wir heute gleich den Fisch hier mit, das Holz dort mit. Damit haben wir nämlich jetzt den Teil der Aufgabe hier fertig. Müssen jetzt noch das hier fertig machen, aber wie schon gesagt, das kriegt man hin, sobald große Alp- oder Riesenalbtraum-Tyrann, nee, Albtraum-Tyrann, nur Albtraum-Tyrann, sobald der Kollege dann fertig ist mit dem Titanentraining und wir den dann nochmal ein, zweimal so trainiert haben, dann soll das auf jeden Fall auch passen. Schicken wir erstmal den Kollegen wieder los, dann kannst du noch los. Die restlichen Eisensammler kriegen wir an der Stelle gerade noch nicht los. Ist aber noch nicht ganz so schlimm. Wir können jetzt einmal hierher, können den Kollegen nochmal füttern und dann kannst du wieder los. Brauchen wir nur mal kurz ein bisschen Holz hier nochmal. So, da schicken wir dich wieder los. Du kannst jetzt auch schon wieder los, bevor wir vergessen, dass wir dich schon eingesammelt haben. Der Kollege kann nochmal gefüttert werden, du gehst auch wieder los, wunderbar. Und dann drehen wir doch gleich mal hier am Titanrad und schauen, ob wir hier Glück haben oder nicht und ob der Kollege jetzt Titan wird. Nein, leider wieder nicht. Das heißt, das mit der Aufgabe, das wird sich noch 1-2 Tage ziehen wahrscheinlich, weil wir den einfach nicht auf Titan kriegen. Mal schauen, wie sieht es beim Höllentor Nada aus. Kriegen wir dich vielleicht auf Titan? Let's go. Und du wirst leider auch kein Titan und du bist halt absolut auf der falschen Seite. Ist in Ordnung, gehst du auch wieder los. Dann haben wir den Kollegen, du kannst auch wieder los, haben wir nochmal ein bisschen Holz, wunderbar, kriegen wir sogar nochmal ein bisschen Bernstein mit oben drauf, auch ganz gut. So, dann kann der Kollege nochmal los, du kannst los, damit haben wir erstmal ein bisschen Eisen, um die Kollegen hier nochmal loszuschicken. So, wunderbar, da sind die erstmal alle wieder unterwegs und zufrieden. Der Kollege hier muss noch gefüttert werden, aber ich denke mal, dafür wird es halt wahrscheinlich nicht mehr ganz reichen. Vor allem, wenn ich sehe, dass wir den noch haben. Weil da können wir lieber erstmal den zweiten Staubwühler füttern, dass das dann unser nächster Eisensammler wird. Und dann kann der Steinwolli heute wahrscheinlich zum Eisen los. Weil was anderes werden wir wahrscheinlich nicht hinkriegen. Wenn wir den Fisch mitnehmen, sehen wir schon, wir haben sowieso schon so zu wenig Fisch, um den überhaupt fast... Also ganz knapp haben wir es nur geschafft, den fertig zu füttern. Gehst du wieder los? Anzeigen sind wieder da, wunderbar. Waren ja gerade kurz weg. Den hat man schon losgeschickt. Dann kann jetzt einmal Steinwolli noch los. Let's go. Dann gehen wir einmal hier runter. Können jetzt den Kollegen nochmal. Du kannst los und du kannst los.
Wunderbar, damit sind alle unsere Eisensammler wieder unterwegs. Wir haben fast 21.000 Eisen, was auf jeden Fall schon mal ganz gut ist. Dann können wir jetzt einmal unsere Reisedrachen wieder losschicken. Let's go, und wir können hier einmal am Glücksrad drehen. Sehr schön. Schauen wir mal, wir kriegen hier erstmal nur Runen. Naja gut, nehmen wir die mal mit. Sind 6 Stück, behalten wir also 2 Stück. Die restlichen fließen wieder in Sturmfall rein in die nächste Sammlung. So, dann haben wir einmal Hakenzahn. Bei Hakenzahn können wir auch einmal hier wieder weitergehen. Können dann einmal Äste abschneiden und dann hier gratis wieder los. Und dann haben wir noch Fleischklops. Und bei Fleischklops können wir auch einmal wieder ganz normal weiter. Let's go. Dann Dagur warnen und gratis. Sehr schön. So, sind die wieder unterwegs. Jahreszeitstatuen hat man die eine eingesammelt. Die anderen 3 brauchen halt alle nur noch eine Stunde. Aber das passt halt trotzdem leider nicht ins Video. So, schicken wir mal den schon mal wieder los. Dann kann der nächste Legendäre los. Let's go. So, wie sieht's hier unten aus? Du warst noch im Training. Dich kriegen wir jetzt aber leider nicht gefüttert an der Stelle. Das ist ein bisschen mies, aber ist halt so. Hier ist auch nichts. Okay. Dann können wir jetzt erstmal einen... Ne, wir können sogar beide von denen wieder losschicken, weil die kosten ja weniger als die anderen Eisensammler. Da passt das. Dann haben wir hier wieder ein Glücksrad. Da können wir einmal dran drehen. Mal gucken, was wir hier jetzt bekommen. Das hoffentlich nicht dieses Ei. Nein, wir kriegen das Ei. Okay. Das ist von... Jetzt fällt mir die Drachenart gleich nicht ein. Aber sehen wir, Wollgeheul. Genau. Gleiche Drachenart wie Weisewind ist. Sehr schön. Dann haben wir den Kollegen hier noch. Den können wir natürlich auch gleich wieder losschicken. Dann müssen wir ja nicht später nochmal hierher kommen. Da passt das ja gleich schon. So, hier waren wieder ein ganz paar im Training. Aber die kriegen wir jetzt leider so erstmal nicht wieder los. Dich kriegen wir noch los. Müssen wir erstmal das Holz dann nochmal einsammeln. Ich weiß nicht, hatten wir es schon komplett eingesammelt oder noch nicht? Das werden wir dann gleich sehen. Der geht erstmal wieder los. Der ist auch schon unterwegs. Wunderbar. Dann kann der Immerflügler jetzt einmal hier weiter. Dann haben wir noch den purpurnen Tod. Der Kollege kann natürlich auch wieder los. Let's go. Dann haben wir hier einmal den Tiefseespalter. Du startest auch wieder durch. So. Hier haben wir noch einmal Dragus Wuschelbiest. Da kriegen wir sogar noch einen polierten Bernstein. Das ist sehr gut. Da haben wir auch gleich noch 2 weitere polierte Bernsteine. Du kannst auch gleich wieder tauschen gehen. Let's go. Da sind wir dann auf jeden Fall auch über 120 drüber, sobald er fertig ist. Hier haben wir nochmal das Buch. Damit fehlt uns hier an der Stelle auch noch ein Teil. Dann haben wir das auch geschafft. Und dann kriegen wir den Drachen. Und das war ja Heulpeitsche. So, dann können wir einmal zum großen Überbilden gehen. Der Kollege kann natürlich auch einmal wieder los. Let's go. Dann passt das. So. Gut, dann... können wir jetzt einmal hier zum Gratispaket noch gehen. Nehmen wir erstmal dieses Gratispaket mit. Da kriegen wir zuallererst einmal wieder 9 Odinsmarken. Und dann haben wir auch noch einmal Skrill, Knochenräuber, katapultierenden Kumpan. Und jetzt nochmal ein bisschen Holz, bisschen Runen. Hier auch nochmal Fisch und auch wieder ein paar Runen mit dabei. Wunderbar. Und dann können wir direkt hier zum nächsten Gratispaket übergehen. Let's go. So, nehmen wir es einmal mit. Und hier haben wir auch nochmal ein bisschen... wartet... ein bisschen Holz, bisschen Runen, bisschen Fisch. Wunderbar, also sozusagen Standard wie immer. Dann können wir jetzt hier einmal aufs Kreuz gehen. Weg damit, das brauchen wir nicht, das öffnen wir nicht. So, gehen wir einmal in die Season rein. Hier haben wir 9 tägliche Aufgaben fertig, was auf jeden Fall relativ gut ist, weil damit bekommen wir auch noch das tägliche Grobians Aufgabenpaket Dingsbums, wisst schon. Und da können wir das auf jeden Fall auch nochmal mitnehmen. Das könnte nochmal ganz gut Holz und Fisch bringen. Gerade Fisch wäre ja sehr gut, weil das ist ja das, wo wir zurzeit eigentlich, ja, extreme Mangelware haben. Oder was extreme Mangelware ist bei uns eher gesagt. Schauen wir mal. Erstmal hier ein bisschen Fisch, dann Holz nochmal. Dann wieder eins von den Sammlungsstücken. Sehr gut. Hatten wir ja aus dem Gratispaket heute eigentlich gar keins bekommen. Und nochmal ein bisschen mehr Fisch. Okay, das ist ja schon mal ein bisschen in Ordnung. Haben wir noch eine Belohnung. Let's go. Und zwar einmal jetzt diese Dekoration. Und dann noch ein Rar-Paket, das können wir natürlich auch gleich noch öffnen. Platzieren wir erstmal kurz die hier irgendwo hin, das müsste dann auch nochmal hier dazu zählen, ich glaube. Ganz genau. Und dann haben wir noch das hier, hier können wir nochmal öffnen, gibt auch nochmal ein bisschen Fisch dazu, ist auch nicht schlecht. Und dann nochmal einen leuchtenden Fluch, gut, den können wir freilassen. Den brauchen wir an der Stelle erstmal nicht, der bringt uns jetzt auch an der Stelle nur ein bisschen Bernstein, 138, aber mehr nicht. Gut, gehen wir hierher. Im Season-Markt können wir uns nämlich jetzt noch ein Season-Geschenkpaket holen für 750 Season-Währung
Und wir bekommen hier einmal ein bisschen Holz, ein bisschen Fisch. Haben wir nochmal 20 Runen und hier zwei polierte Bernsteine wieder oben drauf. Sehr gut. Leider noch keinen Drachen hier bekommen. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Die Season geht noch eine ganze Weile. Wir können noch weit über 10 Pakete öffnen wahrscheinlich. Jetzt hätten wir ja gerade so für ein Jahr 9 würden jetzt gerade gehen aus dem, was wir jetzt haben. Aber wir werden ja auf jeden Fall noch ein bisschen mehr bekommen. Schauen wir mal, wie das dann vorangeht und wie das läuft. Jetzt können wir erst einmal zu den Season-Sammlungen gehen. Hier haben wir nämlich auch noch was fertig. Erst einmal hier gibt es einmal 100 Bernstein nochmal. Das ist ganz in Ordnung. Ist jetzt nichts Extremes, aber ist jetzt auch nicht schlecht. Und dann haben wir auch noch wegen dem Kostüm von Fleisch, glaubst du, was fertig. Und die Frage ist nur, wo? Ich habe es noch nicht gefunden. Jetzt, hier. Genau, gibt nochmal 30 Runen und damit fehlt hier wirklich nur Garfield York. Und wenn wir den Kollegen kriegen würden, hätten wir einfach eine Season-Sammlung wieder fertig. Wait. Kann man Garfield York mit dem Tagschatten suchen? Das wäre jetzt natürlich der Key. Sieht schlecht aus. Kann ich hier noch nach... Ah, nee, nach einzigartig kann man nicht füttern. Nach... Füttern, genau. Filtern. Nee, okay. Also es müssten alle Quellen und keine Filter sein. Und dann hier einmal Garfield York. Hä? Dann ist das ja nicht Garfield York. Warte, wer ist es dann? Hier unten, wo noch einer fehlt. Ganz unten irgendwo war das hier. 1250 Runen gab es. Und ich glaube, es waren 13. Nee, dann war es hier. Aber wer bist du? Tod. Ah, der normale Todsinger. Ja. Mal schauen. Krieg mal irgendwie bestimmt ran. Irgendwann mal. Die Frage ist nur wie. Aber wenn das Ding fertig ist, wäre es halt geil. Mal gucken. Werden wir mitkriegen. Jetzt haben wir erstmal nochmal richtig schön dick Fisch hier. Den können wir jetzt ganz gut ausgeben. Wenn wir jetzt erstmal den nochmal losschicken. Das war jetzt erstmal Holz. Dann gehen wir hier rüber. Genau, ihr seid unterwegs. Und haben hier hinten nämlich noch ein bisschen was. Du müsstest gefüttert werden. Du müsst gefüttert werden. Du kannst jetzt ins Training. Let's go. Der Kollege will gefüttert werden. Okay, wer ist denn der Höchste? Erstmal bist du mit Level 115 der Höchste. Kannst jetzt gerade noch nicht ins Training. Fehlt uns ein bisschen das Holz. Da müssen wir mal kurz hier reingreifen. Da haben wir jetzt genug Holz. Wunderbar. Kannst du auch nochmal mit ins Training. Danach kommt direkt vom Level her ja die beiden. Und wer ist billiger? Okay, der Kollege. Also wirst du gefüttert und kannst aber noch nicht ganz aufs nächste Level. Schade. Und hier haben wir auch gar nichts mehr, was wir jetzt öffnen können. Also zumindest kein Paket, welches wir nicht mit im Pack-Opening haben wollen. Naja, gut. Gehen wir einmal hier rein, in den Spießenlauf. Starten wir hier einmal. Hier können wir nämlich auch nochmal ein Gratis-Paket mitnehmen. Und das könnte natürlich spitze werden, weil dann, mal gucken, könnte man vielleicht nochmal ein bisschen Holz, Fisch, Runen, Spaß... einiges rauskriegen. Mal gucken. Nehmen wir das erstmal mit. Schauen wir, dass wir mit unserem Knochenräuber jetzt einmal auf den Kollegen gehen. Dann können wir mit unserem Sturmschein einmal Schwäche geben. Und dann schauen wir hier, dass wir hier ganz gut gewinnen. Aber das sollte, denke ich mal, an der Stelle erstmal noch kein Problem werden. Skrill einmal normal. Wunderbar. Dann können wir jetzt mit dem Knochenräuber auf den Kollegen gehen. Let's go. Knochenräuber normal. Skrill 3 Attacke. Sollte an sich vielleicht sogar ausreichen. Ja, leider nicht ganz. Nicht ganz, aber ist nicht so schlimm. Das reicht mit dem Sturmschwert aus. Damit haben wir sogar nochmal einen Aktionspunkt mehr sozusagen bekommen. Was ja auch schon mal nicht schlecht ist. Sind wir in der nächsten noch letzten Welle und die ist relativ entspannt, wenn wir das so hier erstmal sehen. Da können wir nochmal die Schwäche geben. Können dann mit dem Knochenräuber wieder normal reingehen. Wunderbar. Und dann können wir mit unserem Skrill... Nee, lass mal erstmal. Geben wir mal die Schwäche von unserem Sturmschneid. So, wunderbar. Dann hier nochmal die Stärke hinterher. Wunderschön. Und dann jetzt die Dreierattacke von unserem Skrill. Die macht auf jeden Fall nochmal guten Schaden. Und holt den gleichzeitig auch weg. Ganz genau. Und damit haben wir hier erstmal gewonnen. So, dann drehen wir am ersten Glücksrad. Und wir bekommen hier einmal 275 Millionen Holz. Wunderbar. Nehmen wir das einmal mit. Drehen wir direkt am nächsten Glücksrad. Hier bekommen wir jetzt auch noch einmal 82,5 Millionen Fisch obendrauf. Sehr gut. Dann haben wir hier auch schon Gratis-Paket Nummer Uno. Nehmen wir das einmal mit. Sehr gut. Und dann machen wir hier direkt noch den nächsten Kampf, weil dann können wir das theoretisch auch morgen schaffen, diesen Spießumlauf zu beenden. Wenn wir den jetzt nicht machen, wird das morgen vielleicht ein bisschen schwierig.
Wenn man nur 3 Leben in dem Spießenlauf hat und noch 4 Kämpfe vor sich hat. Gehen wir erstmal auf den Kollegen, geben da gleich wieder die Schwäche. Wir haben an der Stelle wieder einmal 2 Wellen. Die sollten an sich auch wieder relativ schnell vorbeigehen, denke ich mal. Sollte wieder mal kein Problem sein. Knochenräuber hier normal. Skrill auch noch einmal normal. Wunderbar, wenn er drankommt. Dann unser Sturmschneid jetzt. Und damit haben wir hier auch gleich gewonnen. Also beziehungsweise den ersten weg. Und dann gehen wir uns jetzt den nächsten holen. Da gehen wir einmal mit unserem Knochenräuber normal rein. Gehen dann auf die 2-Attacke von unserem Skrill. Einfach weil wir gerade zu viele Aktionspunkte haben. Und ja, dann geben wir die Schwäche. Weil Heim brauchen wir uns an der Stelle noch nicht. Knochenräuber regelt das Ding. Damit ist der erstmal weg. Sind wir in der letzten Welle. Hier gehen wir zuallererst mit unserem Skrill einmal auf die 3-Attacke. Machen hier erstmal 50% Schaden so circa. Kriegen den durch die Schwäche vom Sturmschneid und dem Knochenräuber danach normal. Wahrscheinlich auch schon fast weg. Ganz genau. Und damit bleibt noch einer übrig und den können wir jetzt uns dann natürlich auch noch holen. Und da gehen wir zuallererst einmal mit unserem Sturmschneid mit der Schwäche rein. Und da sehen wir schon, haben wir auch schon wieder 50% weg. Dann kommt Skrill 3-Attacke und der erledigt den komplett und wir haben hier wieder einmal gewonnen. So, dann drehen wir mal am ersten Glücksrad und wir bekommen hier einmal 137 Millionen Holz. Sehr schön, nehmen wir das mit. Dann können wir direkt am nächsten Glücksrad drehen. Hier bekommen wir dann auch noch einmal 137 Millionen Fisch oben mit drauf. Das ist auch super. Dann können wir hier jetzt einmal das Gratis-Paket noch mitnehmen. Let's go. Und damit können wir jetzt sogar nochmal 2 Gratis-Pakete öffnen. Sind jetzt auch schon ziemlich, ziemlich gut dabei, was die Odinsmarken wieder angeht. Also wenn es morgen gut läuft, sollte es dann eigentlich auch bis zum nächsten Goldpaket reichen. Nehmen wir erstmal alles mit. Haben noch ein bisschen Holz, paar Runen, bisschen Fisch, wunderbar. Und dann können wir direkt schon das nächste Gratis-Paket öffnen, let's go. Und hier kriegen wir auch nochmal 9 Odinsmarken. Und dann haben wir hier auch einmal Gronkel, Funkenhüstel, Donnertrommler und dann nochmal ein bisschen Holz, bisschen Fisch. Wieder ein ganz paar Runen, also Runen haben wir heute wieder gut plus gemacht auf jeden Fall, da kann man nichts gegen sagen. Und den Kollegen können wir aber freilassen, ich brauche mal nicht. So, dann können wir hier nochmal Holz und Fisch komplett einsammeln. Dann haben wir nochmal einen Eisensammler, der wieder los kann. Wunderbar. Und dann gehen wir zu guter Letzt nochmal hier rüber, weil damit kriegen wir dich jetzt auch noch fertig gefüttert. Kannst auch wieder ins Training, let's go. Jetzt müssen wir gleich auch mal schauen. Dich kriegen wir auch noch fertig, kannst nicht wieder ins Training, gut. Also haben wir hier noch einen zu füttern. Das ist schon mal gut. Da haben wir auf jeden Fall ordentlich wieder was geschafft. Und ich würde auch sagen, das wäre es an der Stelle dann erst auch einmal wieder mit dem heutigen Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch natürlich ganz viel Spaß. Und ciao, ciao, Leute.